Ja, hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum weiteren Vlog von mir. Da muss ich mich erstmal dran gewöhnen, Alter. Vorweg möchte ich erstmal sagen, tut mir leid, dass gestern kein Video rauskam. Ich sagte immer, Familie geht vor und ich war gestern mit meiner Frau auf dem Rummel. Und ja, viele können jetzt auch sagen, hättest du dazu einen Vlog gemacht und schnell. Nee, kann ich nicht tun, weil ich möchte meine Familie da ein bisschen raushalten, weil viele möchten das ja auch gar nicht, in die Öffentlichkeit gezogen zu werden. Kann ich auch absolut verstehen, auch wenn ich nur 287 Abonnenten habe. Vielen Dank dafür. Ja, aber wie schon gesagt, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. So, und ich habe auch heute Morgen einen Kommentar gelesen bezüglich auf mein also YouTuber heulen nur rum Video, würde ich jetzt mal behaupten. Das war ziemlich lang und das hat mich auch ein bisschen, ja, geschockt, würde ich jetzt nicht behaupten. Aber der hat schon ein paar gute Argumente eigentlich gebracht, wo ich aber auch ein paar davon widerlegen kann. Er hat halt gemeint, ich kann es auch mal kurz einblenden, für die, die es lesen wollen, schalten halt jetzt mal kurz auf Stopp und lesen sich das mal durch. Aber auf jeden Fall, er hat halt gemeint, ich heule nur rum und ich bin nur neidisch. Was ja so gar nicht stimmt, in dem Sinn. Ein bisschen Neid ist immer dabei, immer. Muss ich ganz ehrlich sagen, kann mir aber auch keiner erzählen, dass keiner irgendwann mal neidisch ist. Und ja, wie schon gesagt, ich habe ja auch am Schluss gesagt, dass halt auch für große YouTuber, die halt auch richtig viel Geld verdienen, die mal eben 2000 Euro, das ist ja kein Pappenstiel. Für mich ja nicht, das ist gerade mal so viel, wie ich verdiene vielleicht. Also in ungefähr, ich darf euch ja nicht sagen, wie viel ich verdiene, deswegen, also das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, das liegt halt auch immer an dem Lebensstandard, den man sich aufbaut. Wenn ich jetzt zum Beispiel ApoRed sehe, der im Monat für 3000 Euro Klamotten ausgibt, kann ich es absolut nachvollziehen. Oder KSFreak zum Beispiel, der immer am finanziellen Limit lebt, also würde ich ihn zumindest einschätzen, der nur auf Partys geht und Frauen und Freizeit und keine Ahnung. Der fällt dann natürlich in ein tiefes Loch, weil von KSFreak ist ja bekannt, dass er seine Schule abgebrochen hat. Das heißt, er hat keinen Schulabschluss, er hat keine berufliche Ausbildung. Also der wird dann später, wenn es wirklich mal nicht mehr klappt mit den Videos, wird er wahrscheinlich krass auf die Fresse fliegen, weil er so einen hohen Lebensstandard hat. Und ich habe ja am Schluss auch von meinem Video erwähnt, ich weiß nicht, ob du es zu Ende geschaut hast, keine Ahnung. Ich will dir jetzt nichts unterstellen oder so. Ich habe ja auch gesagt, eigentlich nur, dass mit dem, was ich verdiene, mit den paar Kröten, wir auch zurechtkommen. Und es ist immer so, wie man seine Finanzen halt plant. Und da diese ganzen, ich sage jetzt zu KSFreak einfach mal Kind, weil mehr ist er nicht, mehr ist er einfach nicht, der versteht halt nicht, dass auch irgendwas nach YouTube kommt. Man kann nicht denken, dass man wie Kronk dann einfach durchstartet und selbst der hat sich mit einer Firma abgesichert. Es ist halt einfach so. Und ja, und das ist das eigentlich, was ich an euch vermitteln wollte, dass ihr ja eure Schule zu Ende machen sollt und nachher auch noch eine abgeschlossene Berufsausbildung und nicht darauf beharrt, auf YouTube werde ich eh Fame, das wird schon irgendwie klappen. Würde ich so jetzt nicht machen. Also ich meine, das ist letzten Endes jedem selber überlassen, aber hey, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Ja, und auch dieses, dass einer, wenn man halt Talent hat und das, was manche nicht haben, muss ich jetzt mal auf Tanzverbot zurückgreifen. Ich meine, wer das mit Talent behauptet, dass man mal eben gerade vom mit Wichsen fertig ist und sich jetzt dachte, man nimmt eine Kamera in die Hand. Also wenn das Talent ist, Alter, dann müsste ich ja schon mindestens 5 Millionen Abonnenten haben, weil so einen Schrott kriege ich gerade auch noch zusammen. So, aber jetzt dazu eigentlich schon genug. Ich werde dazu am Mittwoch wahrscheinlich nochmal mehr dazu eingehen. Wir sind auch schon wieder bei 3 Minuten, das ist für ein Vlog eigentlich schon fast viel zu viel. Auf jeden Fall, wie schon gesagt, nochmal herzlichen vielen Dank an eure positiven Kommentare auch zu dem Video. Viele haben es ja verstanden, weil zum Beispiel der X-Booster, der ist ja auch nicht nur YouTuber, der ist ja jetzt bei 2000 Abonnenten. Herzlichen Glückwunsch erstmal an dich, fette Props gehen raus und so. Viele Grüße auf jeden Fall noch an deine Mom und deine Schwester, ihr macht einen echt coolen Job mit euren Videos. Und ja, der hat ja auch Erzieher gelernt, macht eine schulische Ausbildung, genauso wie der Nils auch. Der hat auch über 800 Abonnenten, der versteht sich aber nicht darauf, dass er mit YouTube durchstartet, sondern macht das so wie ich, einfach nur als Hobby und als Spaß. Und ja, hat auch Erzieher gelernt, ist auch abgesichert. Also wie schon gesagt, dazu aber auf jeden Fall nochmal mehr. Was ich jetzt eigentlich von euch heute wollte, ist, ich bin total vom Thema abgeschweift, ich war heute mal shoppen. Ich habe mir was gegönnt. Wir waren nämlich unterwegs mit meiner Mutter und die musste zum Arzt und da haben wir uns gedacht, boah Alter, wir können ja mal ein bisschen durch die Gegend gehen. Und ich habe da einen Expert gefunden. Handy, natürlich, wie immer. Und ja, jetzt schaut euch am besten einfach mal an, was ich mir gegönnt habe. Alter, das ist mega. Ich habe noch nie so viel für einen PC ausgegeben. Eine komplett neue Tastatur und Maus. Beides von Trust. Die Tastatur, was sind das überhaupt für eine?
Na, fangen wir einfach mal mit der Maus an. Das ist die Gaming GXT 155 Maus. Könnt ihr euch nochmal anschauen. Die hat auch eingebaute Gewichte unten. Die hat bis zu 4000 dpi. Jetzt habe ich natürlich mal ein Video gestartet, ist ja klar. Auf jeden Fall meine Fratze. Und die Tastatur, mechanische Tasten, ist ja klar, voll beleuchtet. Das Gehäuse übrigens ist aus Metall, also voll Metall, die Oberdeckplatte. Wir können mal gerade kurz auf die Verpackung schauen. Die ist da, da steht es aber auch nicht wirklich drauf, was das für eine ist. Auf jeden Fall auch eine Gaming-Tastatur, fällt ja auf, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Und das Ganze habe ich insgesamt für 110 Euro, habe ich richtig mal auf die Kacke gehauen. Also wie schon gesagt, das habe ich noch nie gemacht. Und ja, ich hoffe, dass es mit dem Gaming auf jeden Fall besser klappt. Was ich nicht denke, weil ein bisschen Skill braucht man da schon auch. Aber ich habe mich riesig darüber gefreut, dass ich heute mal so viel Geld ausgeben konnte. Und ja, wie schon gesagt, das war's ja schon wieder. Ich hoffe, der Vlog hat euch mal wieder gefallen. Und bitte seid mir nicht böse, dass kein Event-Talk rauskam. Ich nehme mal kurz die Kamera und seid mir nicht böse, damit ich mich auch wieder selber sehen kann. Also auf jeden Fall, wie schon gesagt, an denjenigen, der das Kommentar geschrieben hat, ihr könnt ja lesen, wer es war. Ist geil für deine Kritik auf jeden Fall, aber man muss immer ein paar andere Standpunkte sehen. Ihr werdet es dann miterleben, wenn ihr selber berufstätig seid oder dann später von daheim auszieht und euch um euch selber kümmern müsst. Das ist halt echt ein krasser Fakt, den man einfach mal besprechen muss, meiner Meinung nach. Und wenn man dann wirklich so wenig Geld verdient und von wegen Berufsauswahl kann man sich selber aussuchen, ist nur teils richtig, weil das liegt immer noch, ist immer noch abhängig von der schulischen Leistung. Wenn die schulische Leistung halt natürlich abfuckt, ne, oder es hat ja jeder mal so eine Phase. Ich habe damals halt mehr Freunde und Trinken und Zelten und keine Ahnung und Frauen. Ihr wisst ja, wie es ist, wenn ihr in der Pubertät seid und seid dann so langsam mal reif dafür, dann wird es euch nicht anders da gehen. Dann kann die schulische Leistung darunter auch ein bisschen leiden. Und das war halt bei mir der Fall. Ich bin halt dann krass abgerutscht und ja, muss mir dann halt was aussuchen. Entweder ein Handwerksberuf oder halt irgendwas anderes. Für Büro war nicht genug und für alles andere auch nicht. Ich wollte ja immer Spieletester werden. Ist auch kein Geheimnis, das weiß eigentlich jeder. Und damals hatten wir noch nicht YouTube so als Geldmaschine, würde ich jetzt mal behaupten. Also diese Chance damals als YouTuber durchzustarten, hatten wir so gar nicht in dem Sinn. Nicht? Also, wie schon gesagt, seid vorsichtig mit eurer Kritik. Das könnte auf den falschen Erwachsenen stoßen und dann werdet ihr wahrscheinlich richtig auseinandergenommen. Aber wie schon gesagt, geile Kritik auf jeden Fall. Ich habe sie einerseits gern gelesen, andererseits mit einem tränenden Auge, aber wie schon gesagt, dazu am Mittwoch mehr. Ich habe jetzt schon einen halben Event-Talk gemacht. Auf jeden Fall, es kommt jetzt nochmal ein Vlog demnächst. Ich will nochmal kochen für euch, beziehungsweise für meine Familie. Also das Video mache ich dann für euch, ist ja klar. Und da könnt ihr dann auch wieder live dabei sein. Ja, das war's jetzt auch schon wieder. Ich möchte jetzt gar nicht weiter darauf rumlabern. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ich konnte halbwegs das Video ein bisschen aufklären, auch für den, der das Kommentar geschrieben hat. Ich hoffe, dass du auf jeden Fall, du hast ja gesagt, dass du schon öfters auf meinem Kanal unterwegs bist und hast ja auch gesagt, vielleicht hat man mich falsch aufgefasst oder ich hab's irgendwie falsch übermittelt, wie ich es eigentlich wollte. Also auf jeden Fall, ich hoffe, dass du trotzdem dabei bleibst, weil ja auch andere Videos kommen. Ich bin ja nicht nur am Schimpfen und ich möchte es auch ein bisschen ablegen, weil mich das auch tierisch ankotzt, dass jeder immer nur auf YouTuber rumhackt oder auf andere Sachen oder versucht sich an anderen YouTubern hochzuziehen. Ich versuche jetzt einfach mein Ding durchzumachen und dann bleibt es einfach dabei. Wie schon gesagt, wenn ich mich cool fand, natürlich wieder diesen Button. Wenn ich richtig krass fand, wieder diesen. Ich bin natürlich euer Evenger. See you next time. Haut da rein. Bis dahin. Servus, alter Schwede.